Elfengeflüster. Hallo, schön, dass du hier bist. Suche dir einen ganz gemütlichen Platz. Kuschel dich ruhig mit Kissen und einer Decke ein, wenn du magst. Vielleicht möchtest du dich auch auf einen Stuhl oder auf den Boden setzen. Alles darf sein. Sehr schön. Nun schließe einmal deine Augen. Atme tief ein und wieder aus. Noch einmal einatmen. Und wieder ausatmen. Und ein letztes Mal tief Luft einatmen. Und wieder ausatmen. Sehr gut. Wie geht's dir heute? Wie war dein Tag? Was hast du alles erlebt? Hast du momentan etwas, das dich beschäftigt? Vielleicht in der Schule? Vielleicht hast du gerade ein Zeugnis bekommen oder eine Arbeit geschrieben? Vielleicht hast du ganz unterschiedliche Gefühle, wenn du daran denkst. Vielleicht bist du auf manche Noten, die du bekommen hast, ganz stolz und du freust dich darüber, dass du manche Fächer gut kannst. Vielleicht bist du auch mit manchen Noten nicht so zufrieden und bist darüber traurig, dass du es nicht etwas besser kannst. Vergiss dabei nie, kein Mensch kann alles wirklich richtig gut. Jedes Kind kann unterschiedliche Sachen gut. Der eine mag Mathe gerne und ist deshalb darin auch gut. Die andere mag Deutsch gerne und ist darin gut. Und wieder andere Kinder mögen gern Sport oder Kunst und sind deshalb darin gut. Das heißt, wenn du Spaß an manchen Fächern hast, bist du auch oft gut darin, weil du dich dafür interessierst und dafür gerne lernst. Ganz anders als bei anderen Fächern. Da hörst du vielleicht nicht ganz genau zu und magst auch nicht gern dafür lernen. Das macht auch nichts. Es ist toll, dass du etwas hast, was dir Spaß macht. Und wenn du dich nicht mehr so über die Fächer ärgern magst, die du nicht so gut findest und worin du nicht so gute Noten schreibst, dann versuche vielleicht jeden Tag 10 Minuten dafür zu lernen. Nur 10 Minuten. Dann schaffst du es vielleicht immer etwas besser zu werden, weil du jeden Tag ein kleines bisschen mehr dafür lernst. Und das, was dir Spaß macht, kannst du danach noch lernen. Und es wird dir vielleicht immer mehr Freude bereiten, weil du immer mehr über diese Themen in der Schule erfahren kannst. Nun atme noch einmal tief ein und wieder aus. Öffne deine Augen und hab einen wunderschönen Tag. Es ist alles gut. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ahoi und Namaste.